Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Unterwegs im Namen vom NBN. Ich bin jetzt schon ein bisschen spät dran. Ich habe einen Kumpel besucht. Ja, jetzt geht's ab zum edlen Moped-Spender, sag ich mal. Ihr werdet überrascht sein, ihr kennt den. Grüße. Hier ist der halbe Spender. Thorsten spendet die Hälfte vom Roller. Ich gebe den Rest dazu. Ach. Ja, guck, wisst ihr, wie überzeugend das rüberkommt, ne? Da wissen wir noch gar nichts davon. Ich weiß noch gar nicht. Alles klar, alles super, danke, tschüss. Ja, Nachteinsatz. Wer hat das gespendet? Das habe ich von der Oma Brambach gespendet bekommen, als sie erfahren hat, dass ich mit meinem kleinen Scooter, den ich damals hatte, und einem Anhänger praktisch Leute draußen rumgefahren habe. Da hat sie gesagt, das geht nicht so weiter. Auf in Treuen. Richtig. Dann gab es das Ding hier für 990 Euro im Aldi. Das ist so ein Aldi-Roller. Also von deiner Oma oder was? Die hat ihr Geld zusammengekratzt. Ach, deine Oma hat ihn dir geschenkt? Ja, meine Oma und mein Bab zusammen, genau. Ach so. Naja, da kommt er ja in gute Hände. Ich denke, weiterhin in guter Mission unterwegs, jawohl, das Fahrzeug. Jawohl, dahin, wo es hingehört. Ja, ihr wisst ja noch gar nicht, wir verraten es aber noch nicht im Video jetzt. Okay. Das wird eine Überraschung. Das ist die größte NBN-Aktion. Kannst du ver... Ja, gut, Nico PV-Damen, ja. Das ist halt wieder mal Update, wird wieder mal Zeit. NBN muss man... Es muss im Fluss gehalten. Genau, das NBN muss man wieder zuschlagen. Das heißt aber jetzt, weil der Libby ja so... Also eigentlich wollte ich mit Hänger kommen, aber da fehlt. Ne? Jetzt muss man das Ding irgendwie da reinkriegen. Ja, Tetris haben wir viel geübt damals, ne? Drück die Daumen. Ja, ich kann Tetris. Guck. Ne, wir kippen den dann so, zack. Weil der ist nämlich zu hoch und zu lang. Und dann kippen wir den und schräg und dann passt er. Puh, wir haben es geschafft. Das Gerät ist drin. Da sind die Papiere. Guck, da ist ja sogar Anleitung vom Ladegerät. Jawohl. Einmal frei. Muss alles dabei sein. Leider haben wir ein bisschen Leder kaputt gemacht. Ach, ja. Scheiße. Vom Sitz. Und der Blinker ist abgebrochen. Aber der war schon mal abgebrochen. Aber das Hintergrund hält es einwandfrei. Ja, dann muss er. Ich meine, wenn nicht mehr, ich glaube, Bremse war irgendwas, ne? Die Hinterbremse ist gebrochen. Warte mal, wo ist denn die Bremse? Hier ist die Bremse. Hier drüben ist das Dilemma, Libby. Hier unten, da ist der Heidenups vom Blech weggebrochen. Da muss man hier das Blech ersetzen. Ach so. Das Ersatzteil. Da unten. Mhm. Das da gehört daran. Naja. Wer weiß, das soll der Robert machen. Vielleicht, wer weiß, was da so spät. Das lässt sich auch gut nur mit Vorderbremse fahren. Ja, stimmt, bei den Geschwindigkeiten. Was fährt denn die Bude? 45. 45. Exakt 45. 1,8. Na, vorne Bremse geht. Vorderbremse geht. Ja, genau, vorne ist auch Hydraulik. Der kann das aber machen, wenn er Langeweile hat. Mhm. Gut, naja. Wunderbar, dann. Passt. Schlüsselübergabe. Ein Schlüssel ist schon mal, wenn ich den anderen finde, wird er nachgereicht. Alles klar. Obwohl, das tue ich lieber gleich herein. Na gut, dann bis zur Auslieferung. Mach's gut, liebes Mobile.